Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach, direkt neben Herzbruck im Nürnberger Land, zum Newsletter 131, bei dem wir Sie wieder zum Tag des Schreiners einladen, und zwar vom 4. bis zum 6. November, also am kommenden Wochenende. Am kommenden Freitagabend liest der Nachhaltigkeitspapst Ulrich Gruber zwischen diesen Brettern, die für uns die Welt bedeuten, aus seinem neuen Buch über den Aufstieg nachhaltiger Werte. An diesen nachhaltigen Werten arbeiten wir alle und wir wollen auch dafür Beispiele aus unserer Region beisteuern. Rainer Wölfel vom Naturschutzzentrum Wengleinpark beweidet mit seinen Kühen die Hutanger der Hersbrucker Alb, die als Allmendeflächen dem Gemeinwohl dienten. Und wir stellen auch die Spitzenköchin Diana Birkel vom Nürnberger Wirtshaus vor, sie feiert dort übrigens gerade 10-jähriges Jubiläum. Sie wird für unsere Gäste den Bullen aus dieser Hutangerherde zubereiten und unsere Gäste mit ihrer ganz persönlichen Kochphilosophie verwöhnen. Die Buchhandlung Lösch wird für Sie einen Büchertisch zum Thema Nachhaltigkeit zusammenstellen und wir freuen uns zusammen mit Ihnen auf einen wunderbar inspirierenden Abend rund um Nachhaltigkeit und Genuss mit tollen Referenten und angenehmem Publikum. Beim Kochworkshop am Samstag werden wir auch das erste Mal in dieser nagelneuen Showküche aus Rüster kochen, so heißt das Holz der Ulme. Und an beiden Tagen der offenen Tür, also am Samstag und Sonntag, können Sie in unserer Ausstellung die Fertigung von Küchen erleben. Natürlich können Sie während aller Tage unsere Ausstellung genießen, die Massivholzmöbel mal von vorne bis hinten ausprobieren, in unseren Betten Probe liegen und von Ute Danzers Erfahrung als Rückenschulleiterin, Sportlehrerin und vor allem als Schlafberaterin profitieren. Auch unsere Polstermöbel von Jori stehen zum Probebesitzen zur Verfügung. Für die Matratzen und Polstermöbel gibt es auch viele Sonderangebote. Also ein tolles Wochenende, wir freuen uns auf Ihren Besuch und bis bald.